Hallo und herzlich willkommen bei Folge 261 des Laufenden Decken Podcasts. Wir sind nur mehr eine klitzekleine Folge entfernt von, oder eigentlich mitten in der Folge wird es passieren. Wir haben für die Amerikaner die Marathondistanz der Podcasts überschritten. Mit 26,1 Meilen. Ist das nicht schön? Und zu diesem Jubiläums-Podcast, weil wir feiern im Jubiläum bei der Marathondistanz der Amerikaner. Absolut. Darf ich den lieben Jordi begrüßen in der neuen Fashion-Gewandung. Grüß dich. Zeig uns und beschreibe uns, was du denn da auf und um dich hast. Na, zum allerersten Mal mache ich mal ein Bier auf. Okay. Und dann gieße ich mir dieses Bier in den wunderbaren Laufenden Decken Podcast Humpen. Ja, beim Humpen, lasst euch nicht lumpen, ja. Steinzeug. Ja, das Bier schmeckt gleich viel besser. Und wisst ihr, was das Allerbeste ist für den Sommer? Ich freue mich ja so auf den Sommer. Da kann man nämlich den Steinkrug zusätzlich zu seinem Bier in den Kühlschrank stellen. Und dann ist es quasi wie ein tragbarer Kühlschrank. Super Hashtag Tag. Profi-Tipp. Hashtag Profi-Tipp. Prost. Lass euch was von einem Süddeutschen sagen. Von einem Franken, bitte. Der ist ja, eh schon wissen. Und aus diesem wunderbaren Laufenden Decken Podcast Steinkrug lasse ich mir jetzt ein Turbo-Bier schmecken. Dabei habe ich auf ein Laufenden Decken Podcast Trucker-Hat und ein, muss ich ein bisschen aufstehen, ein Laufenden Decken Podcast Baseball-Shirt. Ein Baseball-Shirt von Laufenden Decken hat er an, für alle, die es nicht gehört haben, weil er aufgestanden ist. Dann kann man sogar beim Baseball seinen Lieblingslauf-Podcast anfeuern in Zukunft. Mhm. Let's go. Aber mir ist nur was eingefallen zur Marathon-Distanz. Also 26,2, oder? Also wir werden erst hinten raus merken, wann wir die Marathon-Distanz gewählt haben, weil unser Podcast ja nicht so gut gescriptet ist, dass wir vorweg sagen können, jetzt ist 0,2. Das ist richtig. Also ungefähr zum Finale dieses Podcasts wärt ihr beim Marathon des Podcasts ins Ziel gelaufen sein, wenn ihr Amerikaner seid und drauf Wert legt und den Punkt irgendwo reinfriemelt. So, vielleicht blenden wir einfach einen Punkt ein. Ich glaube, es ist einfach genauso konstruiert wie diese Marathon-Distanz. Und das passt so auch. So ungefähr. Das ist sehr schön, ja. Wir haben heute ein paar Themen mitgebracht, und zwar den Elephant in the Room, die EM, die in Annecy stattgefunden hat, dann zwei terminliche Konkurrenzveranstaltungen und dann ein Thema, auf das wir eingehen wollen, das sich auch dieses Wochenende wieder ausgebreitet hat, nämlich Wind und Wetter und Outdoor-Sportarten. Und wie man gehen kann, soll, muss, darf. Momentan hat es ja Wetter genug. Also gerade im süddeutschen Raum und auch bei uns heute Wetter. Ja, auch bei uns haben sie den Hochwasserschutz, den mobilen, wieder aus den dafür vorgesehenen Kellern gefischt und aufgestellt. Ja, und die neue Donau wird auch schon geflutet. Also es ist hohes Wasser. Sind wir froh, dass wir da mal eine neue Donau angelegt haben und nicht nur die alte Donau haben. Ja. Ganz genau. Es geht nämlich immer mehr, der Weg geht immer mehr zur Zweitdonau. Die Zweitdonau, ja, genau. Jetzt, da sind wir natürlich wieder komplett im Nachteil, weil wir so schlecht schwimmen können. Ich glaube nicht, dass du in Hochwassergewässern schwimmen willst. Ja, aber ja. Und wenn du musst, dann kannst du das zum Not. Glaubst du, wir können dem Hochwasser davonlaufen? Hopefully. Wir können nicht Berge rauflaufen.
Ins Leitergebirge vielleicht. Ja, richtig. Und dort ist noch nie ein Hochwasser hochgekommen. So schaut's aus. Aber Hochwasser und davonlaufen und Berge damit drauflaufen, ist ja EM-mäßig der Hashtag der Stunde und des Tages gewesen. Also vom 31.05. bis 2.06. hat in Annecy in Frankreich die European Championships im Berglauf und Trailrunning stattgefunden. Haben stattgefunden. Das war jetzt ein schöner Sprachenmix. Ja, das war Denglisch-Bämisch. Ja, genau. Annecy ist auch bekannt, weil es die Heimatstadt von Salomon ist und auch das erste Headquarter von Hoka ist in Annecy gewesen. Oh, wirklich? Das wusste ich nicht. Ja, und einer der Chefentwickler, der seit ganz am Anfang dabei war, hat es irgendwann einmal gesagt im Walmsley-Film, den ich euch ans Herz legen kann. Der 1,5-Stunden-Film von Hoka, der ist ganz, ganz cool und ganz nett. Und da erfahrt man diese 2 oder 3 Jahre, die der Jim sich vorbereitet hat auf immer wieder UTMB. Und eben, da trifft er eben den Hoka-Entwickler und auch den François. Und ein schöner Film. Auch ein schöner Film ist übrigens der vom François, den sein wie er sie weh dann hat und die wiederkehrt zurück zur Diagonale de Fou. Auch empfehlenswert, auch in die YouTube-Playliste für Zwift. Das man jetzt gut machen kann, wenn es dauernd draußen regnet. Da ist Indoor-Radlfahren echt ganz vorn dabei. Ja. Ja, ein so, toller zurück, Sport. Zurück zur EM. Wetter nass. Dazwischen sehr nass, dann wieder nass. Jo. Okay, ja. Tag 1, Uphill. Streckengatschig. Tag 1, Uphill, 7,4 Kilometer, 950 Höhenmeter. Also, ein stolle Leiten. Und ich glaube, das war der wettertechnisch brutalste Tag. Soll ich zusammenfassen? Willst du zusammenfassen? Wie hättest du das denn gern? Mach mal du. Mache ich. Ich steig mal rein. Lustig war, die U20 sind vorne weggelaufen, die sind denselben Weg losgelaufen, sind nur früher ins Ziel gelaufen. Das heißt, die haben einfach früher abgestoppt, also ein bisschen verkürzt. In Relation hatten sie die steilere Strecke, weil sie haben nämlich alle Höhenmeter quasi gefressen, nur haben es 1,5 Kilometer vom Ziel aufgehört. Tja, also so kriegst die Jugend auch dazu, dass sie mal brutal reinbeißen müssen. Und ja, dort war es halt so, dass die vorweggelaufen sind und die Männer und Frauen dann danach. Das heißt, bei den Ü20 Männer und Frauen sind halt vorher schon 40, 50 Leute über diese matschige Leiten rüber galoppiert, was halt dann zu mehr Matsch führt. Ja, aber ich meine, ein U20-Trailläufer und eine U20-Trailläuferin, die stellen mir jetzt nicht besonders schwer vor. Also die sind ja mehr oder weniger da drüber geflogen, vermutlich, das, oder? Ja, das Gewicht war es, glaube ich, weniger, sondern eher die Stollen in die Schuhe. Okay, na gut. Und bei den U20-Frauen hat die Julia Erle, das ist die jüngere Schwester vom Luca Erle, gewonnen. Die hat das restliche Feld im Endeffekt fast deklassiert, weil die hat fast 2 Minuten Vorsprung gehabt auf diese, bei den Junioren waren es glaube ich 5, oder ein bisschen was Kilometer. Mhm. Und da musste dann mal auf dem Rest auch mal 2 Minuten auslaufen. Dahinter einfach quasi fast geschlossen die Britinnen, die Französinnen und die Italienerinnen, also Nationen, von denen du es erwartest, dass sie gut berglaufen können und bei den Briten halt auch super mit nassem Wetter umgehen können.
Da macht sich das jahrelange Regentraining bezahlt. Ja, ja, das war diese Hill Races, was die da in Großbritannien haben, sind da wahrscheinlich nicht so viel davon entfernt. Und bei den Männern hat sie gesagt, dass die Schweizer Jugendarbeit auch wirklich Früchte trägt. Also die Plätze 1, 2, 5 und 12 als Ergebnis, da sieht man halt schon, da schiebt ordentlich nach, da ist richtig Weltklasse vorhanden. Ebenso bei den Franzosen 3, 7, 8 und 13 und die Briten 4, 6, 10 und 11. Der Rest war eher so Ado, so Beiwerk. Herauszustreichen ist da der Maximilian Moisburger, einzig österreichischer Teilnehmer, der hat sich da echt gut behaupten können. Rang 15 ist in dem Feld echt eine gute Leistung gewesen und sehr, sehr respektabel. Ich glaube, da kommt wer nach in Österreich. Ja, das hört sich auf jeden Fall, hat gut abgeliefert. Ja, und dann sind die Männer gekommen und da haben sie halt relativ schnell die späteren Medaillengewinner absetzen können. Einzig der Roberto De Lorenzi, der hat relativ lange noch mithalten können, oder am Anfang zumindest, und hat sich vor zwei Franzosen den vierten Platz gesichert, aber vorne war halt ein unglaublich laufender Joe Stewart aus Großbritannien vor am zweiten Briten Jacob Atkin und die zweitgrößte Überraschung, würde jetzt das sagen, der EM, der Lukas Erle, also der ältere Bruder von der Julia, der als Dritter ins Ziel gekommen ist. Der ist letztes Jahr nämlich Nobody Junioren gelaufen und zeigt aber jetzt auch auf der Bahn und auf der Straße auf, also was der an Potenzial hat. Und da glaube ich, dass... Der ist 19, oder? Der ist 19 und ich gehe davon aus, dass da wirklich ein Weltklasse-Athlet für die nächsten 10, 15 Jahre um die Ecken kommt. Also vielleicht übergibt irgendwann der Benedikt Hoffmann, weil der ist ja jetzt da schon ein bisschen älteres Semester, einfach den Staffelstab direkt weiter für die nächsten 7 Veranstaltungen. Möglich. Aus österreicher Sicht... Die Innerhofer-Brüder. Österreichische Sicht. Ja. Österreichische Sicht, wir hatten im Gegensatz zu den Deutschen ein größeres Kontingent an Menschen am Start. Mhm. Wir haben quasi überall ein Team aufgestellt. Ja, also alle Startplätze ausgenutzt, oder? Nein, alle Startplätze nicht ausgenutzt, aber zumindestens immer geschaut, dass wir auch in die Teamwertung kommen können, alle durchkommen. Okay. Das war jetzt bei den Deutschen nicht so. Also da war es jetzt da im Uphill, war es schon so, dass sie das Team vollkriegt haben. Waren dann im Team auch schlechter wie die Österreicher. Kicher, habt doch besser als die Deutschen. Aber Laufen ist halt der Einzelsport, was soll man machen? Ne? Wir haben halt eine Medaille. Ja. Kicher. Ja, die Deutschen haben sogar mehr Medaillen am Schluss gehabt, also richtig natürlich, viele. Natürlich. Ja, ja. Aber Manuel Innerhofer nach langer Verletzung wieder zurückkommen, tolles Comeback als 14 dahingelegt. Und wenn du zwei Plätze vor Francesco Puppi ins Ziel kommst, dann hast du schon auch viel richtig gemacht. Kannst du eigentlich nicht so viel meckern, ja? Dass halt die anderen dann. Ja. Sehr viel stärker. Ich muss aber auch sagen, auf Tag und Strecke und so weiter und so fort. Also ich will jetzt da niemanden, der weiter hinten ins Ziel gekommen ist, in Schutz nehmen oder sagen, aber die Umstände waren schon besonders, würde ich mal sagen. Ja. Ja, die Streckenverhältnisse waren einfach ein Wahnsinn. Ja. Ja, der Hans-Peter Inhofer 25., Christoph Hochenwarter 26., haben solide abgeliefert, der Martin Enzensberger als 44. hat das Ganze abgerundet und im Team sind wir kurz vor Deutschland ins Ziel gekommen, weil der Lukas Erle war im Endeffekt dann ein bisschen der Ausreißer nach vorne, der Julius Ott und der Maximilian Zeus und so weiter, sind auch solide ins Ziel gekommen, hat halt dann bei dieser Punkteregelung nicht ganz gereicht. Bei den Frauen war eben die zweite und größte Überraschung der ganzen EM, glaube ich, die Nina Engelhardt. Nicht verwandt und verschwägert. Nein, weil man schreibt es ganz anders.
Ja. Sie lacht da ganz anders. Ja. Schneller. Ja. Ja, der pressiert es halt. Ich bin halt mehr so der Genussläufer, weißt du? Ja, sie ist halt 20 Jahre fast Dinger halt wie du. Aus. Ja, ja. 26. Ich hab halt noch was vor. Ja. Weißt, ich bin halt 44. Du bist schon angekommen. Wo ja, auch immer. Ja, wo auch immer. Naja, die war schon nach ein paar hundert Meter ganz vorn zum Finden. Ich meine, die hat jetzt auch in der letzten Zeit wirklich groß aufgezeigt, schon bei diversen Qualifikationsrennen, bei den deutschen Meisterschaften und so weiter und so fort. Also sie ist jetzt da nicht irgendwie überraschend im Kader gewesen, aber dass sie wirklich Europameisterin wird, also eigentlich dann zweifache Europameisterin, damit hat, glaube ich, vorneweg haben die wenigsten damit gerechnet, dass die das so niederreißt. Die war nach ein paar hundert Metern schon ganz vorn dabei, oder eigentlich ganz vorn zum Finden, und hat dann mit 1,5 Minuten Vorsprung wirklich einen fulminanten Sieg gefeiert. Und dahinter waren halt echt bekannte Läuferinnen wie die Scott Atkin, wie die Golden Trail World Series Läuferin Madalina Florea aus Rumänien, wie die jetzt neulich Golden Trail National Series Siegerin Elise Bonchet, wie die schon seit, weiß nicht, 10 Jahren ganz vorn mitlaufende Judith Wieder, die x-fache Weltmeisterin im Orientierungslauf ist. Also die alle hinter dir lassen, musst du mal machen. Ein bisschen hinter ihren Erwartungen, glaube ich, geblieben ist die Maud Matisse. Die ist, glaube ich, 18. geworden, wenn ich mich nicht täusche. Und die Österreicherinnen, die Anna Plattner 33, Anna-Sophie Moisburger 38, Nora Havli Nova 47, solide, gut ins Ziel kommen, um die Medaillen haben sie nicht mitreden können. Aber trotz allem, in dem Feld, es sind alle drei Neulinge auf der internationalen Bühne, in dem Ding, passt, würde ich mal sagen. War das vielleicht da ein bisschen so eine Taktikgeschichte, weil sowohl bei Herren als auch bei Damen haben sie die späteren Sieger und schon relativ früh abgesetzt. Glaubst du, das hat was mit der Strecke zu tun oder waren die halt einfach an dem Tag von der Startlinie weg die Stärksten und haben das gleich gezeigt? Ich meine, man hat nicht viel Zeit zum Geplänkel. Es geht dann relativ schnell bergauf. Die Streckenverhältnisse und alles. Ja, kann sein. Es war, zum Mitverfolgen war es so semi. Sie haben es versucht mit Livestream und hin und her, aber es waren wirklich einige Streckenabschnitte, wo du einfach nichts mitgekriegt hast und auf die Zwischenzeiten warten hast müssen. Ich habe es versucht im Stream mitzuverfolgen. Wir haben dann auch noch einen Einspieler vom österreichischen Trail-Obermeister Michael Geisler, das spielen wir euch nachher noch ein, und von seinem deutschen Pendant, dem Florian Reichert, wo wir zu den zur ganzen EM noch aus vor Ort Sicht noch was haben. Ein Resümee. Aber ein Resümee, Dankeschön, ein Resümee haben. Aber was man halt so mitkriegt, war es halt wirklich vom Untergrund schwierig. Ob es eine taktische Geschichte war, weiß ich nicht. Ich glaube, das war eine Mischung aus Tagesform, Schuhwahl, wie man gerade drauf ist. Die Strecken waren offenbar alle sehr, ich würde es nicht sagen, einfach. Aber im Vergleich zu den Strecken von der Weltmeisterschaft technisch nicht ganz so anspruchsvoll. Vor allem beim Trail Race am Tag 2. Genau, vor allem Tag 2 Trail Race, 57,6 Kilometer, 3.500 Höhenmeter, soll sehr laufbar gewesen sein. Also brutal schnelle Zeiten, deshalb. Ja, und das war offenbar. Offenbar hat sich da die Streckenkenntnis bezahlt gemacht, kann man das sagen. Ja, es waren halt, wie soll ich sagen, französische Meisterschaften mit internationaler Beteiligung, gell? Beteiligung, ja.
anwesend. Also ja. Böse Zungen würden jetzt sagen, eigentlich hätte der Rest einfach nur Streckenposten machen können für die Franzosen, hätte auch passt. Ja. Medaillentechnisch hätte es keinen Unterschied gemacht. Sie haben das von stimmt. 8 Medaillen 8 mitgenommen. 8 also gewonnen. Ne? 6 Einzelmedaillen, 2-mal Mannschaft. Jugend hat es nicht gegeben. Ja. Ja. Ja, die haben halt das erinnert mich ein bisschen an frühere Skirennzeiten und Österreich. Ne? 5 Österreicher und die besten 4. Ja, so ähnlich war es auch wirklich. Ja. Wenn du das angeschaut hast, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Bei den Herren haben 3 von 4 Franzosen vorneweg das unter sich ausgemacht. Bei den Damen waren es 4 von 4. Und die haben halt einfach von Anfang an, vom ersten Uphill an, haben die einmal gezeigt, wer auf dem Hügel daheim ist, und der Rest hat sich gedacht, ja gut, dann spielen wir halt mit uns selber, passt auch. Lass das nicht laufen. Ja, lass leid laufen. Also die haben wirklich die anderen gleich einmal gesagt, wer hier die Race-Vests anhat. Und bei den Herren hat einzig der Thomas Roach bis 2/3 vom Rennen mithalten können. Am Anfang hat es versucht, haben es noch ein paar versucht, also beherzt zum Beispiel hat es der Andreas Reiterer versucht, der ist ein bisschen dann hinter seinen Erwartungen geblieben, aber gut, der ist an dem Wochenende Vater geworden, also der hat sowieso gewonnen schon. Da war das nebensächlich dann, aber Gratulation an dieser Stelle. Und der Thomas Roach hat sich halt nachher hinter die 3 Franzosen die Lederne abgeholt. Ja, und er ist jetzt auch kein Unbekannter. Nein, man munkelt erst letztes Jahr bei der WM mit einer Medaille nach Hause gefahren. Ja. Man munkelt. Und der Benedikt Hoffmann auf Rang 8 hat ebenfalls gut abgeliefert. Also der ist auch eine Bank quasi für solche Events. Österreich mannschaftlich super. 30, 33 und 35, also Andi Rieder, Alex Hutter, Christian Stern. Leider musste der Dominik Matt aussteigen. Und bei den Damen war halt die erste Nicht-Französin, die Rumänin Madalina Amarei, und die ist 25 Minuten nach der Siegerin ins Ziel gekommen. Das ist okay. Absurd. Ja. Ja, die Lisa Wimmer als einzig Deutsche 26. Österreich 28 mit der Claudia Rossecker, die wieder beste Österreicherin geworden ist. Der ist wieder eine Flagge kurz vorm Ziel in die Hand gedruckt haben. Aber der ist mal kein Zielsprint. Ja. Und die Esther Fellhofer 34. Leider ist die Michaela Bortenkirchner ausgestiegen, weil sie Fußproblem gehabt hat. Und das steht sie noch auch nicht dafür. Weswegen wir da nicht dann in der Mannschaftswertung waren, weil halt nur 3 zu wenig am Start waren, genau. Ja, und abschließend halt up and down, 16 Kilometer, 960 Höhenmeter. Jo, Juniorenklasse, wieder Frankreich. Hüben wie drüben, aber in der Ü20 war es halt geht nicht auch so. Anders. Richtig, ging es anders. Wieder vorneweg Nina Engelhardt, hat souverän ist es heimgelaufen, also die hat nie große Zweifel aufkommen lassen, hat sie nicht einmal von französischen Autofahrern aufhalten lassen. Im letzten Downhill haben sie einfach 2 Autos nebeneinander versucht, aneinander vorbeizuschlenkeln, und sie ist dahergekommen in einem 3 irgendwas Schnitt, hat einmal kurz mit den Händen gezuckt, hat sie gedacht, what the fuck? Und ist dann so mit einer Seitwärtsbewegung so ein bisschen durchgeslippt zwischen die Außenspiegel und ist leider gelaufen. Auf einer EM-Strecke, dass da 2 Autos einen Stau verursachen, ist halt auch hart. Dann war Pause. Kannst du dich noch an das Navi in dem französischen Bus erinnern? Mhm. So eins werden die auch gehabt haben. Ja, das ja so eins werden die auch gehabt haben. Lagouche. Lagouche, blödes Navi.
Ja, und dahinter ist es aber um die Plätze dann ist ja richtig zur Sache gegangen. Ne? Da ging es also richtig 2, 3 und 4. Ja, also die Scout Atkin, die beim Uphill auch schon gut dabei war, hat sich eigentlich versucht, lange an die Nina Engelhardt anzuhängen, hat aber dann nicht so funktioniert. Dann die Madalena Florea, auch sehr gut. Am Anfang auf Platz 7, 8, 9 herumrennend die Judith Wieder, die versucht hat, das zurückhaltend zu gestalten am Anfang. Und beim zweiten Uphill und dann dem finalen Downhill hat sie sich gedacht, alles oder nichts. Jetzt, ja, da, riecht mal die Jungspund mal die Wadelfiri. Und dann ist die nach vorne gestürmt und hat die beiden anderen übersprintet in dem, hinten raus im Downhill und im Flachen und ist ein paar Sekunden, also wirklich nur, ich glaube, 3 Sekunden vor der Madalena Florea als Zweite ins Ziel gekommen und die Scout Atkin ist dann Vierte geworden, wieder mit, ich glaube, 3 Sekunden Rückstand. Also da ist es dann richtig eng geworden, ja. Ja. Ja, Herrenseite. Herren. Roberto De Laurenzi, dieses Mal sehr, sehr stark. Hat dann in Lukas Erle, der ganz lang mit ihm wirklich Schulter an Schulter gelaufen ist, im Downhill irgendwann einmal ziehen lassen müssen. Also der Lukas Erle hat den Roberto De Laurenzi ziehen lassen müssen. Der hat dann wirklich Gas gegeben. Am Schluss hat der Lukas Erle wieder aufgeholt und ja, man könnte jetzt damit hätte wahre Fahrerkarte irgendwie sagen, ja, vielleicht, wenn das Rennen 200-300 Meter in der Flachen länger gewesen wäre, hätte Lukas Erle am Einholen können. Ja, was aber halt nicht. Erstens das und der Lorenzi ist auf der Flachen jetzt auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Der hätte schon noch kontern können, glaube ich. Und ja, dritter war nicht der Franzose Klein. Oder Klein oder wie auch immer man in Französien Klein sagt. Und ja, für die. Österreicher. Dieses Mal auch wieder stark. Sehr stark. Ja. Manuel sehr Innerhofer, stark. Platz 11, hat seinen Bruder herpaniert. Der ist auf Rang 18 eingelaufen. Respektabel in dem Feld wieder. Und auf der Damenseite beste Österreicherin, wieder die Anna Plattner, Rang 33. Also auch hier solide Leistungen, kann man nicht meckern. Und wie es von vor Ort sich angehört hat, könnt ihr euch jetzt anhören. Hallo vom Schneidepult. Auch wenn ich nicht bei der Folge dabei sein durfte, wollte ich mich trotzdem irgendwie so ein bisschen reinschummeln. Und deswegen möchte ich euch so kurz durch die Aufnahmen, die wir von der EM in Annecy bekommen haben, durchführen. Und beginnen möchten wir mit den Eindrücken von Manuel Innerhofer von der Trailrunning EM in Annecy. Viel Spaß. Hallo, da ist Innerhofer Manuel. Kurze Zusammenfassung von der Europameisterschaft. Ja, die EM war ein richtig cooles Highlight. Hätte ich mir nicht gedacht, dass mir das so gut geht. Nach so einer Wintersaison, die Vorbereitung verlief nicht optimal. Im Winter war ich lang verletzt bei der Achillessehne. Und die letzten Wochen sind jetzt wieder gut verlaufen im Training. Und ja, bin voll zufrieden mit meinen Resultaten. Am Freitag war es Vertical-Rennen. Das war brutal anspruchsvoll und ziemlich technisch. Vom Start weg haben sie schon richtig Gas gegeben. Die Franzosen und die Italiener sind ganz vorne mitgelaufen und die Engländer, die haben gescheit Gas gegeben. Ich bin eher weg zurückgehalten, habe geschaut, dass ich mein Tempo laufe und war am Anfang nur so um den 30. Platz herum. Und nach dem Steilstück habe ich noch meine Stärken weg ausspüren können, habe ein bisschen Gas gegeben und oben habe ich dann noch viele Platzierungen gut machen können. Dann haben wir bis zum 14. Platz nach vorne gearbeitet. Und ja, nein, ich bin voll zufrieden mit meinem Vertical-Rennen. Es war relativ rutschig und gatschig auf der Strecke. Das war jetzt nicht so, das hat mir jetzt nicht so gut getaugt. Mir ist leer, weil es ist ein Weg trocken und es ist eine schnelle Strecke, aber ja, hat jeder das Gleiche. Und ja, vielleicht ist es in 2 Jahren wieder besser für mich. Aber ja, nein, das ist mir richtig gut gegangen. Und ja, Sonntag war noch ein Up-and-Down-Rennen und
Das war richtig eine geile Strecke. Die Strecke haben wir richtig gut taugt. Und da sind die ersten 3 Kilometer relativ flach gewesen. Oder flach jetzt auch nicht. Man hat schon 200 Höhenmeter gemacht, aber halt relativ schnell. Und da haben sie auch schon richtig Gas gegeben, die Italiener und die Franzosen und die Engländer. Und da habe ich am Anfang auch weit zurückgehalten. Da bin ich auch noch im Mittelfeld mitgelaufen, so am 20. oder 30. Platz. Und bergauf habe ich mich dann relativ frisch gefühlt und stark gefühlt. Und dann habe ich schon langsam nach vorne gearbeitet. Und ganz oben war ich dann 10. auf dem höchsten Punkt. Da bin ich einmal in so einer Gruppe aufgelaufen. Das Tempo hat eigentlich genau passt für mich. Das war jetzt nicht brutal schnell, weil es war nicht langsam. Und dann habe ich gewusst eigentlich, dass ich da jetzt eigentlich von der Gruppe wahrscheinlich einer von den stärksten bin im Downhill. Aber dann habe ich leider im ersten Downhill direkt, habe ich gleich schon Probleme gekriegt mit der Atmung. Habe ich Seitenstechen gekriegt. Wahrscheinlich, weil ich auch im Winter so wenig Downhill-Training gemacht habe. Oder gar kein Downhill-Training, beziehungsweise jetzt im Frühling gar kein Downhill-Training gemacht habe, spezifisch. Und ja, das war dann ein Problem für mich. Und dann im Laufe des Downhills habe ich mich dann wieder halbwegs erfangen. Und dann habe ich noch ein paar Leute eingeholt und dann bin ich noch bis zum 11. Platz nach vorne gelaufen. Das hat mir dann eigentlich schon voll Tag im Ziel, weil ich nicht weit hinter die Top 5 war, gleich Minuten oder was. Und das gibt mir jetzt viel Zuversicht auf die nächsten Rennen, dass ich eigentlich ganz vorne auch mitlaufen kann mit den Besten. Und jetzt ein bisschen spezifische Einheiten mache im Downhill-Training und ein wenig längere Training mache, längere Einheiten, dann glaube ich, laufe ich sicher auch, hoffentlich ganz vorne mit den Besten, international. Und ja, mal schauen, was jetzt auf mich zukommt in den nächsten Wochen. Mein Ziel war jetzt noch der Mont Blanc-Marathon und Serre-Sinal, das waren meine 2 Höhepunkte. Und dann halt noch ein paar so Trainingsläufe, Golden Trail Nationalserie, vielleicht noch 1 oder 2 Rennen. Aber das nehme ich einfach nur so als Trainingslauf her. Und ja, genau. Jetzt freue ich mich schon auf die nächsten Trainings, auf die Trainingswochen. Ja, der Lars schreibt mir immer gute Pläne. Das taugt mir jetzt auch seit heuer trainieren wieder mit einem Trainer. Und das motiviert mich dann immer wieder, wenn ich mein Training gut durchziehe. Und ja, ich freue mich schon auf die kommenden Rennen und Trainings. Und ja, jetzt schaue ich einfach, dass ich gesund bleibe und gut durch die Saison komme. Und vielleicht tue ich noch im Herbst noch richtig eine gute Form und laufe vielleicht noch einen guten Marathon. Aber das ist noch nicht fix, das ist spontan. Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen und das war immer ein Ziel von mir, mal einen schnellen Marathon zu laufen. Und ja, vielleicht laufe ich das heuer im Herbst noch. Weil Großereignis ist heuer jetzt eh keins mehr. Und ja, vielleicht geht sich da heuer noch was aus. Aber das entscheide ich dann mit dem Trainer spontan noch. Und da schauen wir mal, hoffentlich verläuft die Saison jetzt noch gut und ja, dann wird das schon passen. Gleich weitermachen wollen wir mit dem Flo Reichert, der uns von seinen Eindrücken erzählt. Viel Spaß. Ja, hi Peter, ich schicke dir eine Sprachnachricht. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ja, danke für die Glückwünsche. Wir sind total geflasht. Alle sind unglaublich kaputt und müde, aber auch super happy. Wir hätten tatsächlich überhaupt nicht mit so einem durchschlagenden Erfolg gerechnet. Wir haben natürlich darauf gehofft und auch auf die ein oder andere Medaille spekuliert, aber dass es jetzt wirklich 5 Einzelmedaillen werden. So ein gutes Ergebnis gab es für Deutschland bei Europameisterschaften noch nie. Also das ist echt Wahnsinn. Zeigt, glaube ich, auch, dass wir eine gute Arbeit machen, dass wir uns sehr viele Gedanken machen und auch, dass die Nominierungen durchaus gerechtfertigt waren. Und zu der Frage mit dem kleinen Team. Natürlich wären wir sehr gerne hier mit einem viel, viel größeren Team angereist, ist ja klar. Allerdings ja, muss sich die Qualität halt auch durchsetzen. Und da, glaube ich, haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen. Von daher sind wir ganz glücklich über dieses Abschneiden. Ich hoffe, dass reicht dir so. Ganz liebe Grüße aus Annecy. Ciao. Ach so, und vielleicht noch ganz kurz zum Erlebnis. Also ja, ich finde, jeder internationale Einsatz ist einfach etwas ganz Besonderes. Und
Für mich war es immer so, aber auch die Athleten, die jetzt hier dabei waren, vielleicht auch zum ersten Mal dabei waren, haben das, glaube ich, gemerkt. Es ist einfach eine Ehre und es ist toll, für sein Land zu starten. Und das hat man auch in der Mannschaft gemerkt. Also es war ein unglaublich guter Team-Spirit und es hat einfach Spaß gemacht. Und zu guter Letzt lassen wir den Trail-Obermeister persönlich zu Wort kommen und ihn seine Eindrücke von der EM für uns zusammenfassen. Viel, viel Spaß damit. Hallo, liebes Laufen-Entdecken-Team. Das Trailrunning-Team ist zurück aus Frankreich, aus Annecy. Und hier kommt ein kleiner Report über die Offroad-Europameisterschaften beim Maxi-Race in Annecy. Ja, man kann einmal sagen, die Franzosen wissen, was sie tun. Das Maxi-Race gibt es schon seit 10 Jahren und das ist eine Top-Veranstaltung. Können wir auf jeden Fall einmal empfehlen, eine Reise zum Maxi-Race nach Annecy. Ja, gehen wir vielleicht auf den Freitag, auf den Berglauf hin. Das waren wilde Verhältnisse. Es hat geregnet aus Kübeln. Die Strecke war brutal tief, schlammig. Also jeder hat das gröbste Profil an Schuhen ausgepackt, was sie gehabt haben. Und oben nach 1000 Höhenmeter hat es sogar geschneit und es war schon eher ein bisschen winterlich. Manuel Innerhofer hat da nach langer Verletzungspause wieder mal aufgezeigt und ist ein super Rennen gelaufen. Ein Ausrufezeichen hat auch unser Skibergsteiger gemacht, der Christoph Hochenwarter, der dabei ist. Ganz toll. Und ja, es waren, wie gesagt, wilde Verhältnisse. Der Hans-Peter hat gesagt, einer hinter ihm hat ihm einen Unterschenkel gefasst, weil er gemalt hat, dieser Baum. Und weil da hat sich jeder dann an den Bäumen eingekrebt, was in Reichweite waren, weil sonst wären wieder alle runtergerutscht. Am Samstag ist dann der Trail auf dem Programm gestanden. Das habt ihr sicher schon gesagt, französische Festspiele. Bei den Damen die ersten drei Franzosen, Französinnen und bei den Herren auch Franzosen. Und das österreichische Team hat hier ein kompaktes Ranking gemacht, ein kompaktes Rennen. Sie sind zwischen Platz 30 und 35 eingelaufen. Dominik Matt hat leider nicht finishen können. Bei den Damen die Michaela Pottenkirchner, aber auch bei den Damen die Claudia und die Esther sehr kompakt gleich mal hintereinander ins Ziel gekommen. Ja, als Fazit vom Trail kann man sagen, die Strecke ist den Österreichern nicht so gut gelegen. Es war sehr viel Autobahn, es waren sehr viele Forststraßen, wenig technische Bereiche. Und deswegen waren da eigentlich die sehr, sehr, sehr schnellen Franzosen und so im Vorteil. In dem Bereich Kudos zum deutschen Team. Das deutsche Team ist ja am Anfang viel kritisiert worden wegen der Aufstellung und wen sie nicht nach Annecy geschickt haben. So wie es ausschaut, jetzt im Nachhinein kann man sagen, ja, das haben sie richtig gemacht. Sie haben viele Medaillen abgeholt. Sie haben auch im Trail mit einem 8. Platz vom Bene tolle Leistung zeigt, der was immer hinten raus noch super stark geworden ist und echt schon fast auf den 7. aufgelaufen ist. Das haben sie super gemacht und klare Nachricht klare Ansage vom deutschen Verband. Wir nehmen nur die Besten mit. Wenn die Besten woanders laufen möchten, okay, aber sie besetzen nicht nach. Ist ein Ansatz und ja, der deutsche Verband hat das, möchte vorne mitspielen und nur so geht es. Am letzten Tag, am Sonntag, ist dann noch der Up and Down auf dem Programm gestanden. Brutal schnelle Strecke. Es gibt einen Livestream, auch super zum Anschauen, jetzt noch.
unter Eurovision. Es sind, auch wenn der Kommentator jetzt nicht so super ist, aber was sie da zeigen, wie die Läufer unterwegs sind, wie die ersten abdüsen, es ist gewaltig. Echt gut. Ja, up and down, wie auch hier, Manuel Innerhofer wird mit jedem Rennen besser, kratzt da schon an den Top 10 und hat ihnen gefallen. Das gesamte Umfeld, es war eine tolle Reise, wir haben viel Spaß gehabt, es hat tolle Rennen gegeben und ja, darauf lässt sich aufbauen. Schöne Grüße. Das war's mit der EM. Ich glaube, besetzungsmäßig top. Ja. Rennen aufgezogen von diesem Maxi-Race-Menschen top. Ja. Übertragungsmäßig hat man schon gesehen, dass die WM letztes Jahr ein bisschen mehr noch Power gehabt hat. Bin sehr gespannt auf Spanien nächstes Jahr. Ja, ich auch. Und Wetter natürlich Luft nach oben. Und ich muss auch sagen, Sport. Was ich heute wo auch noch Luft nach oben ist, habe ich heute in der Vorbereitung auf die Podcast-Folge gemerkt. Es war nämlich mir nicht möglich, mit den einschlägigen Suchbegriffen eine Webseite dieser Veranstaltung zu finden. Also, es heißt immer, das Internet vergisst nichts und dann hat man so ein Ding und die Webseite verschwindet mit dem letzten Läufer, der über die Ziellinie gekommen ist, hat man so das Gefühl. Aber das kann ja nicht sein. Warum gibt es da nicht so eine Webseite, wo alles schon schön zusammengefasst ist, ein bisschen die Sieger, ein bisschen Interviews? Ich meine, das schauen sich doch die Menschen auch noch an. Also da ist vielleicht auch noch Verbesserungsbedarf aus meiner Sicht. Also wir versuchen euch in den Shownotes zu verlinken, also wir werden euch verlinken von den ÖLV-Leuten, die Berichte von der ÖLV-Seite, dort sind auch die Bilder zu finden von den österreichischen Läuferinnen, dann die Race-Result-Seite mit den Ergebnislisten und solange es noch online ist, who knows? Auch noch die Newsseiten vom European Athletics. Also ja, das kann man auch leichter haben. Also die Einstiegshürde für Menschen, die das verfolgen wollen oder nachlesen wollen, ist jetzt nicht so super niedrig. Stimmt. Ja. Vielleicht können wir das einmal dem Egon sagen. Ja, das ist wohl wahr, wobei ich nicht sicher bin, wie viel Einfluss der Egon dort hat. Er war allerdings bei der Kommunikation fleißig mit an Bord. Ja, das stimmt. Aber Einstiegshürde in den Ultralauf niedrig halten, das kann der Mozart. Ja. Weil mitten in der Stadt. Sagen wir mal, sie war schon niedriger. Bei Mozart 100. Mhm. Sie wurde schon etwas angehoben, aber trotzdem. Ich bin ihn ja noch nie gelaufen, muss ich sagen. Du kennst ihn da besser aus. Ja. Was für eine große Einstiegshürde das ist. Ja, genau. Also für einen Hunderter muss ich sagen, sehr convenient. Du fährst halt irgendwo nach Salzburg, startest mitten in der Stadt. Du hast jetzt da keine wahnsinnig alpinen Geschichten dabei. Wenn das Wetter schlecht ist, so wie dieses Jahr, werden die Strecken angepasst. Also sie haben nicht die Originalstrecken über das 12-Uhr-Hand gemacht, sondern sind das Ganze ein bisschen tiefer angelaufen, weil es einfach nicht zugelassen hat, das Ganze. Manche haben dann gesagt, es war das matschigste Rennen ihres Lebens, weil es einfach die ganze Zeit durchgeregnet hat. Es war jetzt dann nicht super kalt, aber es war halt super regnerisch und super matschig und super bäh. Und ganz hinten im Feld haben sie dann tatsächlich auch in Koppel, also es ist, keine Ahnung, 85 Kilometer von 100 vielleicht. Das heißt, du hast nachher noch zwei Hügel, haben sie das Rennen gestoppt für die letzten, die noch in die Nacht reinlaufen, weil einfach der Matsch unlaufbar war über den Kapuzinerberg und über den Nockstein. Ja. Und gerade der Nockstein ist, wenn es gatschig ist und rutschig ist, doof. Also ich kann mir vorstellen, dass der
richtig glatschig und rutschig und Mist ist. Und der Kapuzinerberg wäre von dem her nicht so schlimm, aber du hast noch halt ganz viele Stufen nach unten. Und da muss ich sagen, wenn du hinten raus warst, dass die Menschen am Limit sind und es echt schon lang ist, und du hast dann rutschige Stufen bergab mit gatschige Schuhe und dann hat zum Teil Holzstufen, die dann auch super slippery sind, da forderst das halt echt außer, dass sie wer wehtut. Ja. Und ja, da ist dann das Stoppen durchaus die bessere Variante. Aber zu dem kommen wir ja noch. Kommen wir später ja noch. Ja. Machen wir mal. Laufen wir mal den Mozart 100 ins Ziel. Laufen wir nochmal ins Ziel und fangen wir mit dem 100er an, würde ich mal sagen. Weil die Ergebnisse waren ja insofern interessant, oder das Feld, weil, wenn man sich die ITRA-Punkte vorher angeschaut hat, war es eigentlich unter Anführungszeichen relativ leicht, sie um UTMB-Tickets mitzumlaufen. Mhm. Natürlich, geschenkt kriegst du es nirgends. Also mit einer 600er-Wertung wie unser einer brauchst du nicht um die Ecken kommen und da denken, hurra, hurra, ich kriege einen Elite-Startplatz beim UTMB. Nein, Kinder, das wird's nicht spüren. Aber wenn du jetzt da, keine Ahnung, ein 800er-Läufer bist, dann kannst du schon beim Mozart denken, ja, ich bin auf der Straße schnell, 800 Punkte habe ich auch oder 820, na, dann könnte ich schon vorne mitspielen anfangen. Zum Beispiel der Jack Chamberlain. Der ist so in dieser Riege und hat es auch gewonnen. Und hat es gewonnen. So schaut es aus. Ja. Vor dem Polen Piet Czerniak und dem Carlo Salvietti. Ja. Interessant war, dass der Wiederkehrer Dylan Bowman, der eigentlich als Favorit auch mitgehandelt wurde, nur unter Anführungszeichen Vierter geworden ist und 8 Minuten vorm heranstürmenden Thomas Reichel quasi ins Ziel gerettet hat, der allerdings wiederum, glaube ich, 1 Minuten oder 1,5 Minuten vorm Sechsten war. Also 4 bis 6 war jetzt da schon eng umkämpft. Und Siebte ist die beste Frau geworden mit der Fiona Pascal, die halt wirklich ein brutales Rennen abgerissen hat. Ja, da ziehen wir den Hut und die hat da Claudia Chmielowska aus Polen. Chmielowska, oder? Ja, danke. Und Marilyn Nakache aus Frankreich, wenn man so ausspricht, distanziert hat. Interessant war hier, dass die Mitfavoritin auf der Damenseite, die Maite Majora, ebenfalls Vierte geworden ist. Und gleich hinterher auch die beste Österreicherin mit der Wonnie Keil ins Ziel gelaufen ist. Also die zwei Österreicher, die ganz vorne mitgelaufen sind, haben gut aufgezeigt. Gut abgeliefert auf der Heimstrecke. Ja. Also, wie soll ich sagen? Ja. 80er Distanz geht immer, glaube ich, beim Mozart ein bisschen unter. Das ist immer so die ich weiß es nicht, das ist so die stiefmütterliche Distanz. Nichts halbs, nichts ganz. Ja, der Bernhard Magner als Zweiter sei erwähnt. Ja. Ja. Punkt. Und aber der Marathon war super schnell. Also der Sven Koch, den man vielleicht kennt aus Deutschland, ist hinterm Andrzej Witzek Zweiter geworden. Und hat sich vor dem Jonas, das was du sagst, vor dem Jonas Hesthaug den zweiten Platz geholt. Und das sind alle drei Sub-3 gelaufen. Alle Sub-3. Ja. Verrückt. Bei dem Wetter, mit Höhenmeter, Sub-3 Marathon hinlegen. Ja. Kann man machen, wenn man es kann. I cannot. Ja, Damen. Sagen wir. Ja, Damen. Was haben wir da? Marathon, gell? Sind wir schon. Ja, auch hervorragende Zeiten und ziemlich eng beieinander alles.
die Nuria Gil. Ist das, haben die alle Doppelnamen? Ja. Nuria Gil Klapera, Gemma Hilje Moses und Katharina Lovrantova. Na, die letzte. Die hat nur einen langen Namen. Waren die. Ja, der zählt als Doppelname. Waren die ersten drei innerhalb von 3 Minuten? Dürfte also auch ein hart umkämpftes Rennen gewesen sein und auch die Zielzeiten mit 3,35 bis 3,38 bei den Verhältnissen und Höhenmetern auf dem Marathon können sich durchaus auch sehen lassen. Also die Damen haben da auch starke Zeiten in den Trail gebrannt. In den Gatsch geplatscht. In den, ja, genau. Ja. Eine Sache müssen wir, also Mozart, sehr, sehr matschig, ja. Sehr, sehr nass. Leute haben sich überlegt, warum sie starten, ist es eine gute Idee, ist es nicht unsinnig, Outdoor, Blei und so weiter und so fort. Aber ja. Durchgezogen, hat passt. War durchaus mit der Alternativstrecke laufbar. Ja. Oh, also, dass es hinten noch die letzten dann gestoppt haben auf der langen Distanz, ist okay. Aber sonst da kein, ja, würde ich sagen, kann man machen. Wenn man drauf Bock hat, im Regen zum Laufen, soll man das machen und es ist Outdoor-Sport, ja. Passt. Genau. Anlauf, bevor wir zu dem letzten größeren kommen, den wir erwähnen, ja, müssen, weil, ja, er ist zwar jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme leider krank und wahrscheinlich genau, ja, deshalb. Wahrscheinlich deswegen. Ja. Ist der Wolkersdorfer Schlossbacklauf. 5 oder 10, ja, Kilometer. Genau. Der Flo ist gestartet. Also nicht 5 oder 10, sondern es gab 5 und 10 Kilometer. Achso, ja. Also nicht so, ja, der ist halt so 5 oder 10 Kilometer, weiß man nicht so genau, irgendwas dazwischen. Nein, also, zwei nein, Distanz ist er nicht. Er ist entweder 5 oder 10 Kilometer. Und Kinderläufe. Und der Flo ist mitgelaufen, ja, und der Flo ist ins Ziel gekommen und wir sind sehr, sehr stolz auf unseren Flo. Ja, und auch hier ziehe ich das Kapperl. Da hebe ich den Humpen. Das mache ich auch. Mhm. Auf dich, Flo, in Abwesenheit. You are a finisher. You are a Wolkersdorfer now. Weil Ironman, yes, wirst du so nicht. Genau. Ich bin gespannt, ob er sich das jetzt dann auf die Wade tätowieren lässt, das Stadtwappen von Wolkersdorf. Statt I'm a Berliner, I'm a Wolkersdorfer. Ja. Ja. Also, ja. Ja, und dann. Ich bin sprachlos. Finish der Überblick und Start über das, wo wir noch reden wollten. Nämlich, ja, der Hochkönigmann hat stattgefunden. Im Rahmen des Hochkönigmanns, mhm, gab es ja diverseste Distanzen. Also, ja, das muss man ein bisschen aufdröseln, weil du hast ein Downhill-Race gehabt mit Kinderläufen und also am ersten Tag und es war gatschig und es haben schon gewusst und sie haben vorher gesagt, hey, es wird kein Spaß. Und sie hatten aber den im Rahmen des Weltcups, des Skyrunnings, das Skyrace. Das heißt, ja, dort sind Menschen gestartet, die halt wissen, wie ein Skyrace funktioniert. So heißen, das sind jetzt auch nicht Profis im Sinne von, sie werden bezahlt dafür, aber sehr, sehr erfahrene Menschen zum Teil am Start. Und dann hast du eine Reihe von Trail Races. Das geht los vom Business Trail mit 3,6 Kilometer und über den Easy Trail mit 9,3 bis hin zum Endurance Trail mit 84. Das sind aber, genau, Trail Races. Und da muss man jetzt da auch dazu sagen, dass der Thomas Bosniak, der das veranstaltet hat, also BJack, immer gesagt hat, Sky Race ist für ihn etwas, wo er davon ausgeht, dass Menschen, die mitmachen, wissen, was sie tun. Ja. Das ist was, wo du technisch gut sein musst. Deswegen sind die Cut-offs auch sehr streng gesetzt, weil wenn du es in einer gewissen Zeit nicht schaffst, dann bist du einfach nicht Sky Race ready,
sozusagen. Ja. Und bei einem Landschaftslauf oder Trail Race, wenn ich jetzt einen Easy Trail hernehme, dann sind die Anforderungen nicht so hoch. Natürlich, wenn es auf die Ultradistanz geht, schaut die Sache ein bisschen anders aus. Und wir hatten auch im Zuge dessen die österreichische Meisterschaft. Nämlich im Endurance Trail, auf der langen Distanz. Genau. Ja. Ich schicke es voraus, das hätte also, der Philipp Jansch gewonnen. Hat er aber nicht, weil er hat sich nicht angemeldet. An dieser Stelle, wir kennen den Philipp, wenn er will, gern die Adresse geben von Philipp Keider. Der kennt sich mit sowas aus. Das haben die Radlfahrer auch. Also das ist spartenübergreifend. Wenn du bei der Meisterschaft mitmachen willst, musst du dich halt auch anmelden und zahlen. So schaut's aus. Genau. Ja. Sonst hast du Pech. War aber nur ein Nebenschauplatz an dem Wochenende. Ja. Hauptschauplätze. Wir haben einen Speedtrail gehabt. Da ist eine flotte Straßenläuferin am Start gewesen. Ja, würde ich gerade sagen, da gab es eine eher ungewöhnliche Teilnehmerin, oder? Kicher, kicher. Ja. Gab's. Die Julia Meyer hat hier ihren, ja, ich würde mal sagen, ihr Trail-Debüt abgegeben. Die Trail-Schuhe geschnürt. Ja, sie hat sich zwar am Downhill einmal hingesetzt, weswegen sie am Schluss, glaube ich, noch einen blauen Hintern gehabt hat, aber sie ist gesamt Vierte geworden, hat sie nur zweimal verkoffert und sie ist Vierte geworden hinter so Menschen wie ein Vlad Iksel aus Australien, der wiederum bei der WM letztes Jahr am Trail unterwegs war, also es ist kein langsamer. Ja. Und sie ist nur ein paar Minuten hinter denen ins Ziel gekommen. Sagen, Chapeau, gut gemacht, schöner Auftakt. Wir warten darauf, dass sie wiederkehrt und den Trail-Jungs einmal die Leviten liest. Ja. Und dann gab es bei allen anderen Distanzen verschiedenste Ergebnisse. Und zwar, weil das Wetter halt Wetter war. Genau, ja. weil das Wetter nicht trailtauglich war. Wir haben auf der österreichischen Meisterschaft hat der Bernd Griechmeier vor Markus Rossmann und Philipp Pfaller gewonnen und die Michaela Pillert vor der Rosi Löckner und der Stefanie Krawainger. Das ist jetzt einmal die Meisterschaft. So. Beim, genau, Endurance und, Trail. Ja. Genau, und das waren dann. Und beim Marathon Trail und beim Endurance Trail hat es vorher schon geheißen, das Wetter ist nicht so cool. Sie haben beim Sky Race haben sie schon die Alternativstrecke ein paar Tage vorher ausgerufen für den World Cup und haben den Umkehrpunkt um 200 Meter nach unten verlegt, weil oben war einfach Schnee. Und blöd und das war einfach nicht okay. Beim Endurance Trail und beim Marathon Trail haben sie die normale Strecken. Es kann sein, dass wir jetzt nicht hundertprozentig scharf sind dabei lassen und haben sie erst während des Rennens, nachdem die ersten durch waren in Dernten, haben sie die hinteren umgeleitet und haben das Rennen abbrochen. Und jetzt da wird's weird. Der Philipp Jansch zum Beispiel. Es gibt zwei Ergebnislisten. Ne? Drei. Beim Endurance Trail gibt es drei, glaube ich. Nein, zwei. Du hast recht. Es gibt zwei. Hintertal und Stalzerhaus. Und beim Endurance Trail ist allerdings der Philipp Jansch zum Beispiel durchgelaufen. Das war der einzige, der durchgelaufen ist, weil sie hinterher einmal Stopp gebrochen haben. Ja. Beim Rest nicht. Und dann ist da zwischenzeitlich DNF gestanden beim Rest. Und dann haben manche Menschen erst mitgekriegt, dass andere, wie die anderen zurückkommen sind, dass es abbrochen ist und so weiter und so fort. Und da gab es dann, ich gehe jetzt da nicht auf die Ergebnisse ein, weil die komisch waren, nicht im Sinne von komisch, dass sie nicht stimmen,
aber da hat es einfach viel Verwirrung gegeben und wir verlinken sie, wenn ihr das nachlesen wollt. Aber der Philipp Jansch hat geschrieben, dass er eigentlich gedacht hat, sie brechen ab in Dernten, weil er gesagt hat, es war einfach komplett, er war komplett unterkühlt, es war komplett komisch, dass sie weiterlaufen haben lassen. Er hat auch schon gesagt, es ist grenzwertig und die ersten drei sind da durchgekommen und er ist dann mit einer geänderten Streckenführung ins Ziel gelaufen. Also er haben es oben gesagt, er soll jetzt da mal eine Streckenführung ins Ziel. Mhm. Es ist dann aber irgendwie in mehrere, es ist dann im Aufteilt worden und weil die anderen früher umgeleitet worden sind. Das heißt, er ist Sieger gewesen auf der Distanz, aber der Rest ist nicht die gleiche Strecken gelaufen wie er. Und er ist gesagt, Sieger gewesen auf der Distanz, aber er war der Einzige, der die Distanz gelaufen ist. So irgendwie, ja, so irgendwie. Auf jeden Fall. Ein formidables Chaos. Ja, es wurden dann auch bei der Siegerehrung verschiedene Leute prämiert, wo dann manchen Teilnehmerinnen auch nicht ganz klar gewesen ist, wer wann, warum, wie gewonnen hat oder auch nicht und wer jetzt da was kriegt. Also da war es ein bisschen verwirrend für alle. Es haben auch einige abgebrochen und gesagt, das war einfach über der Grenze, das ist nicht okay. Andere haben gesagt, die Kommunikation hat nicht passt und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist eben jetzt genau das Thema, wo wir vorher gesagt haben, dem wir uns widmen wollten, weil Rennabbrüche sind immer heißes Diskussionsthema. Also Rennstart bei widrigen Bedingungen und Rennabbrüche. Wann breche ich ab? Warum breche ich ab? Wie kommuniziere ich das? Was ist okay, was ist nicht okay, was ist Eigenverantwortung und so weiter und so fort. Ja, das ist schwierig. Also auf der einen Seite muss man aus meiner Sicht, glaube ich, halt die Veranstalterseite sehen und dann natürlich die Teilnehmerseite. Veranstalter willst natürlich kein Rennen veranstalten, bei dem sie irgendjemand stark wehtut oder noch Schlimmeres passiert, was wir ja auch schon gehabt haben in der Vergangenheit. So willst natürlich nicht in die Schlagzeilen eingehen. Man erinnert sich an diese 20 Leute, die in China erfrieren. Ja, genau. Solche Sachen oder halt auch beim UTMB, beim TDS. Beim TDL. TDS, aber beim PTL ist auch wer gestorben, der ist PTL, abgestürzt, ja, beim TDS ebenfalls. Ja. Wobei beim TDS war dann auch die Kommunikation schwierig bei der Veranstaltung, das Abbrechen und dann haben die Leute nicht gewusst, was tun sollen und haben müssen retour obi latschen in einer Saukälte und Regen. Wo man sich denkt, die sollten das auch wissen. Ja, und das ist halt echt schwierig. Ja. Du kannst, wie du es machst du es verkehrt. Ja. Du schreibst dann, da nehme ich mich selber gar nicht aus. Ich habe immer den Innsbruck Alpine belächelt, weil die so auf ihre Schneeketten gepocht haben. Ja. Ja, aber ich meine, du kannst als Veranstalter erst einmal nicht sehr viel mehr machen, als eine ordentliche Pflichtausrüstung vorschreiben. Oder sagen, du kannst zwar Pflichtausrüstungen ausschreiben, so eine Schlechtwetterausrüstung und wenn du wirklich komplett stabile Bedingungen vorausgesagt hast, dann lass die Regenhosen da haben oder irgendwie sowas. Und der Rest, da bin ich dann eher so bei der Eigenverantwortung. Also, Das heißt, du sagst, der Veranstalter kann es nicht richtig machen. Der Veranstalter, der kann es nicht richtig machen und der ist, ja, also, ja,
Du kannst ja als einzelner Mensch, der dafür verantwortlich ist, kannst nicht an allen Strecken, an allen Punkten auf der Strecke sein. Das kann natürlich bei, wenn es 84 Kilometer durch die Weltgeschichte rennst, da kann das Wetter am Punkt A ganz anders sein wie am Punkt B und die Strecke ganz anders sein und auch zu unterschiedlichen Zeiten. Deswegen, es ist schwierig und als Läufer, man klar, es wird immer dann viel geschimpft auf die Veranstalter, warum brecht ihr das Rennen ab und wir haben da so viel auch das gab's drauf wieder. Trainiert, wir haben bezahlt, wir wollen uns den Arsch abfrieren. Und ich finde, da muss man aber halt einfach als Läufer meiner Meinung nach dann so fair sein und sagen, ja, die wollten das Risiko halt nicht eingehen. Und ich denke, auch jeder wird dann nach der ersten Enttäuschung, wenn er ein bisschen drüber nachdenkt, sagen, ja, war vielleicht dann doch gescheiter, bevor es einer wirklich wehtut. Ich meine, auch wenn es ich nicht gewesen wäre, weil ich bin ja der erfahrene Bergfix. Aber irgendwie muss man dann auch die Veranstalterseite meiner Ansicht nach verstehen und sagen, ja, Sicherheit geht einfach vor. Und, ja. Und, ja. Ich bin ganz bei dir. Ich bin ganz bei dir. Ich würde es aber ein bisschen unterteilen sogar. Also ja. Wir haben Veranstalter und wir haben Teilnehmerinnen, eh klar. Veranstalter weiß, was er veranstaltet und was er durchführen kann. Teilnehmer wissen, wofür sie sich anmelden, weil die wissen, hey, das ist ein Outdoor-Sport, das ist in die Berg. Und für beide gilt in diesem Fall zum Beispiel, es war angesagt, dass das ganze Wochenende regnet. Es war jetzt nicht, hey, wir haben jetzt plötzlich Gewitter, oje, oje, da kann man nichts machen und es hat jemand der Blitz erschlagen. Das kann passieren. Hast du Pech. Dass es dort zum Strömen regnet, war quasi vorausgesagt. Es gab Alternativstrecken, weil sie sind ja noch über Alternativstrecken gegangen. Der Vorwurf von einigen Läufern ist noch, hey, ihr hättet es einfach von vorne weg auf die Alternativstrecken setzen sollen, wo natürlich jemand noch geschimpft hätte und gesagt hätte, warum laufen wir jetzt nicht oben entlang, sondern die Alternativstrecken unten entlang, bibidi babidi bub. Irgendwen, der sudert, hast immer. Wenn wer stirbt, sudert wer. Wenn keiner stirbt, sudert auch wer. Genau. Der eine oder andere Wiener wird ja am Start gewesen sein. Und genau das ist der zweite Punkt, wo ich sage, okay, es war angesagt, dass es schier ist. Das heißt, der Veranstalter kann hergehen und kann sagen, hätte meiner Meinung nach, ich war nicht dabei, deswegen will ich es nicht endgültig beurteilen, ich bin jetzt da nicht der Richter, der sagt, gut gemacht, schlecht gemacht, aber man kann jetzt sagen, okay, wenn es angesagt ist, kann man halt schon ausweichen auf die leichteren Strecken oder auf die tiefer gelegenen Strecken, die halt vielleicht matschig sind, aber nicht, wo es nicht so kalt ist, weil, und das ist jetzt der Punkt, wo sich halt einige aufgeregt haben, die gesagt haben, okay, es ist nachher zum Teil aufgegangen auf 2000 Meter, oben war Schnee, 50 bis 70 km/h, gefühlt minus gerade, und die Leute sind einfach völlig unterkühlt gewesen. Und ich kann das jetzt von mir selber sagen, beim Julian Alps vorletztes Jahr, das war auch grenzwertig. Da haben sie auch Pflichtausrüstung gehabt, auch ein UTMB-Rennen, auch die Pflichtausrüstung, so wie jetzt da. Beide hätten die Möglichkeit gehabt, als Veranstalter die Pflichtausrüstung nochmal aufzudoppeln und sagen, Schlechtwetter-Kit, hey, nicht nur Regenjacken, Regenhosen, Handschuhe, Hauben, bla bla bla, was du eh haben sollst, sondern noch eine Schicht mehr, von mir aus noch irgendwas mehr fürs Dropback, bla bla bla. Also das hätte man schon machen können. Man könnte da nochmal etwas zusätzlich verlangen, vor allem wenn es angesagt ist. Gibt beim UTMB genauso, dass es ein Schlechtwetter-Kit gibt oder ein Cold-Wetter-Kit und ein Hot-Wetter-Kit. Sahara-Cap vor dem Wind, sage ich da nur. Kann man machen. Genau. Homs aber in dem Fall ja Sahara-Kit. Yo. Homs in dem Fall halt nicht gemacht, dass sie sagen, hey, du brauchst eine weitere Schicht. Ja,
weil du musst halt als Veranstalter wirklich bei einem Rennen, auch wenn das zum Teil österreichische Meisterschaft ist, aber da ist zum Beispiel auch der Marathon-Trail dabei mit 48 Kilometern, wo die Leute das erste Mal an Ultralaufen dabei sind, wo es einmal nach oben geht auf 2000 Meter, die nicht damit rechnen, die von irgendwo herkommen, die halt Flachland-Tiroler sind und die vielleicht nicht die super Erfahrung haben, denen musst du dann halt echt vorschreiben, nimm das mit, dann zahlt es halt ein Kilo mehr mit. Natürlich wissen wir, dass wir alle dann runtersporen wie die Vollidioten und sagen, mein Handy hat aber 70 Gramm mehr, huiuiuiui, kann ich die Mullbinden nicht aufs absolute Minimum abschneiden, dass sie gerade noch durch den Pflichtausrüstungscheck geht und ich brauche Trinkgefäße. Vielleicht nur als Hauben. Ja, genau. Ja. Und ich habe ja Puff mit, wenn ich das zusammenwurzel, dann ist eher Hauben, ja. Weil das ist eher Multifunktionstuch, ja, etc. Ja, richtig. Und du siehst auf die Fotos, dass die Leute im Schnee stapfen mit der kurzen. Ich bin beim Julian Elbs zuerst mit der kurzen weggelaufen und habe noch erst die Regenhosen drüber gezogen. Das war dumm. Natürlich war es dumm. Und die Regenhosen waren noch bei mir hin und deswegen bin ich auf 2000 Meter aufgekreuzt, in der kurzen wieder. Das war dumm. Ich wusste, was ich tue, wobei du nach 12 Stunden Laufen halt nur mehr so semi weißt, was du tust. Was halt auch da dazu kommt. Und ja. Und da ist es halt auch so, dass einerseits, ja, der Veranstalter hat hier sicher eine gewisse, ich nenne es jetzt einmal Fürsorgepflicht, zu sagen, da sind jetzt nicht nur Profis am Start, weil denen kann ich mehr zutrauen. Andererseits, gerade wenn es bei Profis ums Geld geht, sind sie noch unvernünftiger. Und bei den Teilnehmern ist halt so, dass man auch sagen muss, Kinder, es ist halt einfach echt nur ein Rennen. Wir verlinken da einen Artikel von der Sigrid Eder, die auch was drüber geschrieben hat, nämlich zu dem Ganzen, wo sie auch gesagt hat, ja, es ist halt im Zweifelsfall ein Rennen. Und dann startet halt nicht. Unser geliebter Basti ist letztes Jahr beim Traunsee-Bergmarathon nicht gestartet. Der hat sich am Vortag am Abend entschieden, weil es einfach so geschittert hat, dass er gesagt hat, das macht keinen Spaß. Und am nächsten Tag waren kleine Bäche, reißende Bäche. Und er hat gesagt, ja, gut war es, dass ich am Vortag noch ein Bier getrunken habe und am nächsten Tag nicht gestartet bin. Ja, alles richtig gemacht. Aber das muss man halt auch, das muss man halt auch können. Also da muss man halt, aber wie so oft in unserer Gesellschaft mit der Eigenverantwortung, ich meine, wir kommen gerade aus der Pandemie und wie weit es da mit der Eigenverantwortung her ist, haben wir da alle gesehen. Es ist halt schwierig. Es ist aber ein schwieriges Wort. Dann, Eigenverantwortung? Ja, weißt du, wie viele Buchstaben das das hat? Also, hätten sie ein einfacheres Wort für das Ganze genommen, gegangen es leichter. Ich glaube nicht. und dann ist es halt wieder schwierig für die Veranstalter auf der anderen Seite, ja? Weil eben, wie gesagt, wenn bei deinem Rennen sich einer schwer verletzt und mit einem Hubschrauber geborgen werden muss, eben oder erfriert oder sonst irgendwas, und du stellst dir dann als Veranstalter hin und sagst, ja, selber schuld. Ja, Outdoor-Sport. Hätte er sehr gescheite Hosen anzogen, das kommt halt auch nicht so gut an. Ne? Ja, vor allem, wenn man es da sagen, Julian Elbs, arschkalt, da haben sie die Leute im Dutzend von der Bergrettung runtergeführt, jetzt der Hochkönig, dasselbe in grün. Passt es nicht. Wenn, da sagen die Leute, hätten sie es früher abbrochen. Hätten sie es früher abbrochen, hätten wieder Leute gemeckert. Hast die andere Fraktion. Wäre noch laufbar gewesen, ist ja kein Problem. Ist es sauhass, wie wir es letztes Jahr gehabt haben beim Mozart, wo die Leute mit Hitzschlag quasi im See landen, obwohl es die ganze Zeit um den See herumlaufst, was ja auch super dumm ist. Ja. Kannst den Veranstalter überhaupt keine Dings machen und sagst, na, hättest euch halt einfach eine Hauben aufgesetzt oder einen Hut oder eine Kappel oder irgendwas. Ich meine, selber schuld, wenn es in der Fall so... Oder einen laufenden Deckentrucker hätte. Oh ja,
wenn sie oben ohne quasi stundenlang durch die pralle Sonne galoppiert, ich meine, hurra, hurra, Überraschung, Überraschung. Was glaubt ihr, wie gescheit das ist? Und ich glaube auch, dass einfach viel Läufer und Läuferinnen das noch nicht einschätzen können und da will ich mich überhaupt nicht ausnehmen, wenn es echt kalt ist, wie viel Energie das du brauchst, das, also was du alles anziehen musst, wie du dich schützen musst gegen Wind und Wetter, wie viel Energie das du zu dir nehmen musst, damit du quasi den Ofen am anfeuern kannst immer weiter. Wie empfindlich bin ich zum Beispiel gegen Kälte? Es gibt Leute, die haben immer sau hasse Hände, denen ist das völlig wurscht und ich kann ob, weiß ich nicht, 4 Grad plus schon Gelbackerl nicht mehr aufmachen, weil meine Finger nicht mehr gescheit funktionieren. Das weiß aber, ich weiß es mittlerweile, andere wissen es nicht, stehen auf einem Berg oben und kriegen den Riegel nicht mehr auf. Oder kriegen die Jacken nicht mehr zu oder sonst irgendwas. Also da gibt es einfach ganz viele Sachen, wo man sagt, Leute, im Zweifelsfall brecht es halt einfach früher ab als später. Das bringt nichts. Es auch Rennen, das ihr lebt alle nicht davon, auch Rennen, das ihr versemmelt. Das kotzt am Ego, aber halt nicht an der Gesundheit. Andererseits, wenn ich das weiß, dass ich querbeet dabei habe, ist sicher beim Veranstalter auch hier, was man so mitnimmt, da ist auch kommunikativ noch Platz. Also da geht noch was. Wie viel, also wie oft ist es so, dass die Veranstalterteams nicht groß sind, dass die Kommunikation nicht einfach ist? Ganz ehrlich, warum kein Rund-SMS ausgeht mit ob Rennabbruch, dort geht's hin, keine Ahnung. Man, warum haben die Leute alle ein Handy mit und müssen es mit haben und auf laut geschaltet haben? Pff, I don't know. Wenn ich von den Ersten schon gesagt kriege, dass es grenzwertig ist. Ja, das wollte ich auch noch anmerken. Wenn die Spitzenleute durchlaufen und die sagen an Verpflegungsstationen, hört's zu, das ist aber schon Garheit. Das sind ja nicht, das sagen die ja nicht, weil sie jetzt gerade keine Lust haben, das Ding fertig zu laufen. Und das vielleicht sind die Unvernünftigsten eigentlich. Genau. Wenn es um sowas geht. Da muss man ein bisschen sensibilisieren. Da weiß man natürlich auch nicht, was hat man für Leute an den Verpflegungsstationen. Und da ist halt. Wobei, da fand muss man ich zum jetzt Beispiel den Ansatz, den Ansatz vom karnischen Ungetüm halt super, dass man da halt die Bergrettung mit einbezieht und sagt halt, ja, das sind wirklich die sie auskennen. Und wenn dann einer von denen sagt, jetzt ist Schluss, dann ist Schluss. Naja, da muss man aber sagen, dass also alle Teilnehmerinnen, von denen wir was gehört haben oder die was geschrieben haben, haben gesagt, die Leute, die da unterwegs waren, die auch auf die Hütten waren und die Labestationen waren und Bergrettung und so weiter und so fort, waren top. Also die waren alle ganz weit vorn dabei. Sie haben sich zum Teil über die Kommunikation geärgert, also von der Organisation, aber nicht von den Leuten vor Ort. Ich muss sagen, beim Mitverfolgen war ich auch verwirrt, weil dazwischen einfach dann Zwischenzeiten von irgendwelchen Leuten reinkommen ist. Bei anderen Leuten war noch ein DNF angezeigt, was du gedacht hast, oh, ist was passiert? Also das war sehr verwirrend, auch für alle Leute zuschauen. Irgendwann waren noch die Ergebnislisten weg, das hätte viel früher passieren müssen. Ja. Mit einem Hinweis mit, hey, wir haben einen Rennabbruch oder sonst irgendwas, einfach, dass du weißt, da ist was. Nimmst die Zeiten nicht für viel. Also da gibt es sicher noch Lernpotenzial und bei den Teilnehmern gibt es auch Lernpotenzial, weil immer ins Dropback mehr einhauen, damit ich mich komplett umziehen kann, eine Schicht mehr ins Dropback einhauen. Das Dropback ist ein Riesensacke. Da kannst ein ganzes Zimmer einpacken. Völlig wurscht. Und im Zweifelsfall tragst du das halt nachher wieder heim. Nein, das müssen jetzt nicht alle ernst nehmen, weil sonst probieren sie es aus. Kommen mit einem 70 Liter Duffelback. Ja,
Aus meiner kürzlich gemachten Umzugserfahrung kann ich sagen, in Zimmern ist mehr drin, als man denkt. Okay. Okay, da will ich dir jetzt nicht hineinquatschen. Aber ja, beim Quantum, bei sonstigen Sachen, es gibt einfach Sachen, im Zweifelsfall, wenn sie bei so einem Rennen starten wollt, und es ist schlecht angesagt, geht's zu jemandem, der das schon mal gemacht hat, wie man Quant wasserdicht einpackt in Tiefkühlsackel, dass man eine zweite Lok extra mit hat, also irgendeine Shelljacken, die 200 Gramm. Wenn es auf Sieg läuft, dann habt ihr es wahrscheinlich schon mal gemacht. Und wenn es nicht auf Sieg läuft, ist wurscht. Dann ist es genau wurscht. Das wird euch nicht den Sieg kosten. Es nicht mitnehmen, kann euch aber die Gesundheit kosten. Also dumme Idee. Und sonst geht's zu irgendwen, der das schon mal gemacht hat und sagst, okay, was ist wirklich wichtig, was ist weniger wichtig, weiß ich nicht, ein Regenschirm einpacken wird wahrscheinlich wurscht sein, aber wasserdichte ja, Hosen, ja, wasserdichte Hosen, wasserdichte Jacken, wasserdichtes Oberteil oder so weiter, schon wichtig, vielleicht trockene Schuhe. Ja, bei den Schuhen und bei den Socken, da bin ich eher nicht so auf der Wasserdicht-Fraktion. Weil wenn einmal Wasser drinnen, dann geht es nie wieder aus. Ja, Socken, wasserdichte Socken sind gut. Okay, gut. Da hast du mehr Erfahrung. Ja. Und bei so einem Wettrennen oder bei so einem Rennen, im Zweifelsfall sagen, wisst ihr was, let's call it a day, ist kein Schand. Ja, kaufe mal halbe oder ein Grog ja. Oder ein Glühwein. Ja. Und geht nachher ins Hotel meiner Wahl und, weiß ich nicht, geh in die Dusche oder wenn sie eine Sauna haben, in die Sauna oder ins Dampfbad ja. Oder völlig wurscht. Einfach, ja. es zahlt sich einfach nicht aus, wenn man auf sowas steht. Es steht für nichts, für irgendeine finnische Medaille oder Urkunden oder für irgendwelche UTMB Running Stones oder was weiß ich. Sei Gesundheit aufs Spiel zu setzen und also dann ist wirklich lieber da auf der sicheren Seite sein und am besten merkt man es schon unten, bevor man den nächsten Anstieg geht und nicht oben, wenn es einem dann arschkalt ist und man dann erst recht wieder zurück muss. Ja, es soll aber zwar nicht heißen, dass man, wenn es kein gutes Wetter hat, einfach nicht starten. Wir sind ja keine Triathleten, die bei zwei Folgen einfach nicht starten. So nicht. Ja. Also, liebe Grüße nach Dubai. Aber man sollte sich vorher halt schon gut überlegen, ist das ein Wetter, mit dem ich kann, das ich geübt habe, mit dem ich zurechtkomme, oder bin ich jemand, der einfach schnell erfroren ist? Und der deswegen nur Juni, Juli Rennen macht und dann, wenn es kalt ist, mache ich es halt nicht. Oder ist es mir wurscht? Wenn ich aus Großbritannien komme, wird es mir wahrscheinlich ziemlich wurscht sein. Ja, dafür mache ich kein 45 Grad Rennen. Ja. Ja. Aber zum Thema Juni, Juli Rennen, da haben wir ja unseren alten Freund, den Glockner Ultra Trail, der auch regelmäßig abgebrochen wird. Aber halt wegen Gewitter hinten raus. Aber da kann ich auch nur sagen, bei Gewitter am Berg sein, das will man auch nicht. Na. Und hinter demjenigen laufen, der ein Gewitter hinten raus veranstaltet, willst du auch nicht. Nein. Der hat davor doch Linsen gehabt. Ja. Und ich bin oft genug hinter dem Basti hergelaufen. Wenn er ein Gewitter hinten raus hatte. Ja. Uiuiui, also, sag ich dann. Der Trainer hat die Augen trotz Kontaktlinsen. Das ist gut. Aber das ist kein Grund für einen Rennabbruch. Also da würde ich kein Rennen abbrechen. Deswegen, wegen so lokalen Gewittern würde ich Rennen nicht abbrechen. Da musst du beherzt überholen. Ja, genau. Ja. Na, aber das Thema. Rennabbruch, Nicht-Rennabbruch, was kann ein Veranstalter gut und schlecht machen? Ich glaube,
Better safe than sorry. Und yes. Wichtig ist, glaube ich, für einen Veranstalter immer eine klare, gute und schnelle Kommunikation für alle Teilnehmer. Ja. Wie auch immer man das auf die Distanz realisiert. Aber ich meine, das muss man sich dann halt als Veranstalter auch überlegen, ja. Genau. Da kann man dann halt nicht sagen, so, wie erreiche ich jetzt die Leute? Ja. Ne? Hoppala, doch kränkt. Hui, hui, hui. Ja, genau. und als Teilnehmer dann, musst du halt auch sagen, noch, ja. Als Teilnehmer ist es halt auch, auch Teil der Vorbereitung. Ja? In der Rennwoche vorher, da muss ich dann halt schon am Wetterbericht schauen und dementsprechend meinen Sackerl packen. Ja? Wenn es jetzt 30 Grad angesagt ist und man stabile Wetterlage hat und alles, dann muss ich halt weniger einpacken, wie wenn jetzt instabile Wetterlage, hier und da Schauer oder es halt ein komplettes Regenwochenende angesagt, dann muss ich halt auch dementsprechend mein Zeug beieinander haben und vielleicht dann auch, wie gesagt, A-Lage mehr einpacken, als die Pflichtausrüstung vielleicht vorschreibt. Genau. Ja, mal überlegen. Ich meine, wenn ich mir auf ein 84 Kilometer Rennen vorbereitet habe, da will ich sicher auch den einen oder anderen Lauf bei schlechten Bedingungen gemacht haben, weil wenn man sich auf sowas vorbereitet, vernünftig, dann hoffentlich. Ja, dann kann man nicht immer drin bleiben, wenn es einmal drei Tropfen regnet. Naja, aber man muss sich echt überlegen, wenn ich das gemacht habe, fahre ich überhaupt hin? Ja. Wenn ich merke, es wird Mist, starte ich? Ja oder nein? Man kann oft einfach, wenn man diese komische Rücktrittsversicherung hat, bis am Tag vorher sagen, nein, ich verschiebe den Startplatz. So ja. What? Wenn ich starte, was ist meine Grenze, wenn ich abbrich und die halte ich ein? Und wenn ich beim Dropback bin oder irgendwo bei einer Labestation und merke, okay, ich bin energiemäßig am Arsch und dann kommt der Anstieg auf 2000 Meter oder drüber, dann ist das oft nicht gut. Dann ist das einfach oft nicht gut. Dann sollte man einfach überlegen, ist es mir das wert, dass ich jetzt diese blöde Rettungsdecken ausbocken muss und mir die unterziehen muss? An dieser Stelle der Tipp, nicht die Rettungsdecken drüberlegen, sondern drunter und das Gewand drüber. Nur so als Hinweis. Ja. Aber ich glaube, dann hätten wir das ausgiebigst, oder? Behandelt. Hast du noch einen Tipp? Falls noch eine Hörerin oder ein Hörer jetzt draufgekommen ist, dass wir irgendwas vergessen haben, dann schreibt uns das bitte und wir liefern das dann natürlich noch nach. Ich denke, wir haben uns bemüht, da alle Sichtweisen und alle Standpunkte zu vertreten. Und ja, wie der Peter gesagt hat, better safe than sorry. Und am Montag, früher am Sportplatz, haben wir immer alle gesagt, hey, am Montag müssen wir wieder in die Arbeit, wenn einer die Blutgrätsche ausgepackt hat. Und genauso geht es für Trailläufer ja auch. Ja. Am Montag müssen wir alle wieder in die Arbeit. Und ja. Und da würde man gerne mit alle Finger ohne abgefrorene Geschichten ankommen und bestenfalls nur mit ein paar blaue Flecken, weil es uns im Downhill aufplattelt hat und nicht, weil wir irgendwo halb erfroren am Berg hängen geblieben sind. Ja, genau. So ist das. Und mit diesen weisen Worten, die wir euch jetzt mitgegeben haben, entlassen wir euch in euren Tag, in euren Morgen, in euren Abend, in die Nacht und freuen uns auf nächste Woche. So ist das. Folge 262. Richtig, dann sind wir schon im Ultramarathon-Bereich der Folgen. Ja, dann sind wir echter Ultramarathon-Podcast. Genau. Große Freude. Trust. Bis dann. Grüß euch. Servus.